Ja, heute wieder mal ein Let's Play, Tutorial, wo wir Tricks zeigen. Wir sage ich, weil mal wieder Marvin dabei ist. Hallo. Und zwar ist es besser zu zeigen, da jetzt wieder 1 gegen 1, ey du Sack, da wieder 1 gegen 1 machbar ist in Wolf Team. Wie ihr seht, sind wir alle fiese Kescher. Und ein erster kleiner Trick werde ich euch erstmal zeigen und dann wird Marvin wahrscheinlich noch ein paar Tricks zeigen. Und zwar, wie man auch auf den Tunnel kommt, ganz einfach mit Wolf. Ja, ist ganz einfach mit Wolf. Du Depp, Machen wir das nochmal. Ich war gerade ein bisschen zu hoch. So. So, und dann ist man hier auch oben drauf und kann dann schießen. Und wenn so mit Char geht das noch einfacher, kann man hier einfach an den Fensterrahmen. Ja, Marvin, du hast doch bestimmt Lust, uns zu zeigen, wie man bei B2 hier an der Wand langkommt. Klar. Dann gehe ich eben zu B2 hoch, um euch das besser zu zeigen. Ich warte dann mal hier. Hier, den Trick, den ich mache, gerade an der Wand lang, den sollte jeder können. Osaro. Außer Osaro. So. Ah. Ja, wie wir sehen, steht der Marvin da jetzt. Springt an der Mauer entlang, springt dann wieder. Bleibt dann da hängen. Und springt dann hier an den Kasten, wenn ihr das seht, da an den Braun. Und springt dann ganz einfach hoch, also so. Und dann ganz hier einfach hoch. Und dann wird man vom fiesen Marvin beschossen. Aber ich habe eine Kiste zur Verteidigung. Aha. Passiert. Also noch ein Trick kann ich euch zeigen, ist hier, wie man unter den Balken kommt. Einfach mit Charakter, dann Wolf nehmen und dann einfach Leertaste drücken. Ist auch ganz einfach eigentlich. Yay! Und dann runterfallen. Und dann runterfallen. Was noch ein Trick ist, ist, wie man da oben auf die Balken kommt. Warte auf mich! Nein! Wissen, oder? Erstmal hier auf den Panzer springen oder was man als Panzer bezeichnen kann. Und dann hier hoch an die Balken und jetzt ist die Runde zu Ende. Ich hab verloren. Mann! Ja, Hast das mich wieder ausgetrickst. genau. Ja, das sind eigentlich so alle Tricks, die man hier so innen drin machen kann. Ja, es gibt noch einen Trick, da kann man oben auf den Tunnel drauf, hier bei W2. Kann ich euch auch noch mal eben zeigen, so. Und dann springt er hier einfach, zack, und oben ist man auf dem Tunnel drauf. Komm mal zu mir, ich habe auch noch was. Wo bist denn du? Bei blauen Base oder roten Base. Der Base halt. I coming. Da bin ich. Ja, ich vermute mal, Marvin zeigt uns jetzt, wie man auf die Balken da kommt. Wenn ich das jetzt hinkriege. Ja, das habe ich oft versucht schon und das geht nicht mal beim ersten Mal. Aber beim ersten Mal hat das geschafft, so ein Pro. Aber jetzt im letzten Mal. Und fällt wieder runter. Egal. Auf jeden Fall habt ihr das gesehen, wie es geht. Man kann da auch mit Charakter hoch. Das ist aber nicht so einfach. Ja, dann kriegt man wahrscheinlich auch noch Fallschaden und naja. Und man muss ja nicht unbedingt campen. Sowas machen wir ja nicht. Wir sind anständige Leute. Genau. Ja, noch ein kleiner, aber einfacher Trick ist, hier am Zaun zu laufen, so dass die Gegner nicht hören können und dann hier einfach auf den Steg springen. Und dann, um Ups. dann zu kassieren. Wenn du einen dummen Weg umziehst. Nein. Ist eigentlich auch ein ganz einfacher Trick, aber den sollte man sich merken. Ja, einfach so. Ich habe noch einen Trick, man guckt hier und da kann man die Gegner sehen. Oh, Boah, ja. Trick, Trick, Trick. Voll der Trick. Geil, der Wolf hat ja so einen Dann. weiteren Blick als der Schar hier. Da kann man das nicht so schnell sehen und dann ist man ganz verwirrt und dann wirft man die Waffe weg und... Ja. Noch ein kleiner Trick ist hier aufs Nebendach Ey, zu springen. der Aufs Nebendach zu springen, dann kann man hier auf dieses Tunnelstück drauf springen. Kann man von hier auch die Gegner sehen, aber man wird da meistens direkt weggefarmt. Naja. Was gibt's denn noch hier zu sehen? So viel eigentlich nicht mehr.
Außer dass die Zeit gleich wieder um ist. Und dass ich einen Special-Charakter habe. Also ich möchte das nochmal betonen, Marvin hat einen Special-Charakter. Einen Special-Charakter hat er. Ja, habe ich. Nicht zu vergessen, er hat einen Special-Charakter. Da sehe ich den Gegner und BÄM! Ah. Und ich habe... Der kann mit Feuer schießen. Und ich habe schon wieder verloren. Ey, echt nicht. Und ich habe einen sexy Schar, den man nicht sehen kann, Gott sei Dank. Nicht, den will ich auch gar keiner sehen. Nicht sehenswert, ja. Mir fiel gerade noch einer, ja, einen kleinen Trick ein, den man kann man machen, muss man aber nicht. Also ich habe noch einen Trick, den will ich mir jetzt mal schön zeigen. Komm mal, Adrian. Aha, er läuft da lang. Hier auch ein Bombentrick. Oh. Ach ja, wie man bei W2 hochkommen kann. Fehl doch mal. Ah, jetzt zeigt er uns den Bombenglitch. Man müsste Bombe legen und im richtigen um die Kurs springen, so nicht. Schaffen wir dann in der nächsten Runde bestimmt. Noch ein Trick, wie man von hier aus da hochkommen kann. Und Moment, ich mach mal einen kurzen Schnitt, weil ich angerufen werde. So, da bin ich wieder und wir können noch miterleben, wie die Bombe hochgeht. Nee, ich hab über die Karte geredet, ey. Du musst die Bombe doch mitdrehen, nein! Doch. Jetzt wirst du für immer verbannt sein. Aber jetzt versuchen wir nochmal eine Runde den Bombenglitch hinzufliegen, beziehungsweise Marvin, weil ich kann das ja als blaues Team nicht. Wenn ich das nicht hinkriege, bin ich echt kacke. Und dann haben wir eigentlich schon alles gut wie alles gezeigt hier. So viel gibt's ja nicht. Nichts vergessen, ich habe nur 219er KD. Ah. 219er KD hat er, Leute. Ja, ja. Hey! Hallo. Oh nein. Bloß, ich verwirre ihn. Na. Also, Marvin, das ist ein Bombenplatz, da muss man die Bombe legen. Jawohl. Ich halte die Bombe und springt wieder rechtzeitig hoch. Und ja. Geht der irgendwie nicht mehr? Doch, du warst den glaube ich immer zu früh. Dann springe ich hier noch ein bisschen rum, das könnt ihr euch ja auch noch abgucken, muss man aber nicht wirklich. Ach, ein Trick habe ich ja noch voll vergessen, der ist sowas von unglaublich wichtig. Man kann hier, dann kann man hier lange aus dem direkt auf den Tunnel. Unglaublich, oder, Leute? Ja, finde ich auch. Jetzt müssen wir warten, bis die Bombe wieder runtergelaufen ist. Derzeit gebe ich Marvin einen Headshot. Nein, doch nicht. Aber jetzt. Ah! Ich habe noch einen Trick. Ja, den kriege ich aber auch nie hin. Den kann man eigentlich normalerweise auch mit Char machen, da. Ah! Aber wie ihr seht, sind wir selber Pros in Trick machen und deswegen machen wir auch ein Video. Hust, hust. Ich versuch's nochmal. Ah, danke. Ah, du bist rot. Oh. Ich glaube, hier kannst du eine Brücke machen. Ja, genau. Dann müsst ihr euch mit dem Gegner verbünden. Genau. Und dann könnt ihr eh nicht springen, weil man in dem Zustand nicht springen kann. Ja, beste Sache. Habt ihr das gesehen, Leute? Pro-like. Nein! Also mit Wolf geht das schon. Das hat aber irgendwie keinen Sinn, weil links daneben eine Türe ist oder sowas. Aber egal. Aber irgendwie ist er immer ganz verwirrt und läuft dann auf den Kack. Also ich versuche das jetzt nochmal mit der Bombe. Ich vertrage hier keinen Druck. Ah, Entschuldigung. Ah, wo bist du? Sie kommen von allen Seiten. Ah, was nicht austrickst, ne? Ich bin gleich tot, ja. Ehrlich? Ich bin einfach verrecken, ne? Könnte sein, dass er es jetzt hinbekommen hat. Hast du es? Ja. So, jetzt läuft er die ganze Zeit gegen die Wand hier. Für uns ist das jetzt nicht so sichtbar. Es ist besser sichtbar, wenn man selber den Glitch vor Augen hat. Aber er müsste gleich durch sein, außer die Bombe fällt jetzt ganz nach unten.
Das geht nicht. Ja, manchmal geht das hier und manchmal nicht. Also, wir sind da nicht ganz hintergekommen. Aber normal muss man dann immer hier gegenlaufen und dann kann man durch die Wand rennen. Ich kann mal versuchen, ob ich diffusen kann. Ja, diffusen kann ich auch noch. Ah. Aha. Ja. Also normal. Ach, der Video-Effekt, dann klappt das einfach nicht. Ja, die Bombe war so geplant, dass so Special Moments hier drin sind. Ja, dann kann man durch die Wand laufen, aber wir sind einfach so kacke dafür. Genau. Letzter Versuch, wenn ich, weiß ich auch nicht, aber ihr habt ja gesehen, wie es gehen kann. Habt ihr eine Minute Video in der Fresse hängen, ohne was Sinnvolles passiert. So muss es sein. Ja. Oh, passiert. Ja, wie ihr seht, kann man auch eine ausgeklügelte Ausweichtechnik nutzen. Ah, übel, ich treff dich voll nicht. Ah, mein Plusleben, du Schwein. Ah, jetzt komm ich wieder, hä? Da. El Böso. So, jetzt versuchen wir es nochmal. No fatality reported. Das gibt's doch nicht, du bleibst immer in der Bombe hängen. Boah, ist doch egal, ey. Den kenne ich doch bestimmt sowieso. Ja, lieber Osaru, sei bitte jetzt nicht traurig, dass die wir dir das nicht zeigen konnten. Aber wir sind so sicher, die anderen können das alle. Ich kenne noch einen Trick. Adrian, zähl ich mal unten hin. Ja, und dann runter springt dich. Jetzt komm ich leider hoch und dann. Oh. Dann hättest du mich treffen können. Ja, so kann man auch Gegner schnell töten. Ja! Man schleicht sich von hinten an und dann sieht er einen nicht und dann. das war's von uns heute. Ah! Man sieht sich. Unser kleiner Trick. Lol. Ein Tod zum Ende. Ich hatte nur noch 9 HP. Ciao mit V, tschüss mit Ö. Wir sind zu doof, um Bombe zu glitschen. So. So, jetzt kann man sehen, wir haben jetzt nochmal hier, schneiden wir noch was dazwischen, und zwar hat Marvin es geschafft und zack ist er hier raus. Boah, übel. Durch die Wand durch. Ich kann euch ja zeigen, dass er auch gleich von hier wieder angerannt kommt und nicht irgendwo in der Wand hängt. Wenn er dann angerannt kommt. Ich bin geflogen, Alter, übel. Da kommt er angerannt. Ich versuche jetzt mal, ob ich die Bombe diffusen kann. Ja, also diffusen kann man noch. Aber wie man sehen kann, geht der Glitch schon. So, dann haben wir auch jetzt endlich alles gezeigt, was wir zeigen wollten. Hat doch noch geklappt. Und sagen jetzt erneut tschüss.